Bonus-Kleenspruchform. Bei der Bonuspflanze werde ich zum Dichter. Es wurde vorrangig eine Pflanze gewählt aus der Familie der Hülsenfrüchtler. Oft hält sich die Pflanze sogar unter dem Schnee. Es geht um die Gattung Klee. Viele bekämpfen sie wie Wilde und dabei gehört sie für Menschen zur essbaren Gilde. Das Kleeblatt fand in der Symbolik Eingang und ist nicht nur das Zeichen für Irland. Dreiheit ist zum Beispiel im Christentum das Zeichen für Dreifaltigkeit. Ich weiß, viele sammeln aber lieber Klee, der hat vier Blätter und hoffen damit nicht nur auf besseres Wetter. Die Gattung Klee umfasst über 245 Arten und bis ich die alle aufgezählt habe, da könnt ihr lange warten. Bei Mensch kommt der Klee besser an als bei Tieren. Nur 16 Arten werden als Futterpflanzen genommen. Für die Wesen, die krabbeln auf allen Vieren. Menschen empfehle ich vor allen Dingen den Rotklee. Und das sogar als Heilmittel mit etlichen Heilkräften. Und das nicht nur mittels Heilsäften. Bezüglich weiteren Verwendungswunsch fragt uns. Na fein, bist du ja unter die Dichter gegangen, unter die Dichterinnen. Herzlich willkommen und Glück auf. Glück zu, sagt der Müller. Dichterinnen, weil hier nur Zuschauer liest und nicht Zuschauerinnen. Ja, das müsste eigentlich durchgängig alles geändert werden, wenn sie schon so anfangen mit solchen Sachen. Naja. Hallo, Günther. Herzlich willkommen. Ja, herzlich und Glück auf. Ja. Heute geht es um diese Glücksplättchen. Sigrid, du wolltest dazu dann referieren, aber vorher ja, willst du nochmal sagen, was, für ein Tag. Es ist dein Tag, Dieter, das ist ja, dein Tag. Jeder Tag ist mein Tag. Aha. Tag der Naturfotografie in USA. Müsste man auf Deutschland übergreifend mit anwenden. Strandkorb. Ja gut, das passt heute. Lächeln passt immer. Passt immer, jawohl. Und Windtag, okay. Hm. Passt manchmal. Wollen wir mal gucken, was wir gesehen haben in der letzten Zeit. Hallo Heidrun. Ja, du hast dir den Klee gewünscht, Heidrun. Ja, der Klee kommt gleich. Wir gucken aber, was da wir kann ja schon, hast du den Spruch gehört? Kannst ja hinterher nachgucken. Ja. Bei Sachsen-Fremdenverkehr und den Linkpflanzen, wenn du es verpasst hast. Hab gedichtet. Ja. So, ja, jetzt kommen unsere Bildchen, das ist das kleine, das ist die kleine Wasserlinse, das seht ihr mal, wir haben noch sehr viel an Wasserpflanzen eigentlich zu bieten, dann auch Moose, Flechten, Sträucher, Bäume, Gräser, das ist eine schöne Allee, das ist die von Pfaffroda, nehme ich an, wo wir unlängst bei waren. Pfaffroda, im Wald, natürlich. Im Gebüsch, das ist wohl nicht zu übersehen. So, was hast du denn heute für Pflanzen aufgenommen? Grünzeug. Grünzeug, dass du Wald ziehst, kann man auch essen. Da kommt jetzt auch langsam hier. Woanders ist er bestimmt schon weiter oder vielleicht weiter. Kommt ja auf den Standort, konkreten Standort immer an. Ne? Der Wald ziehst. Ja. Oh, und die finde ich so schön, die wilde Karte. Über den Winter vom Herbst bis Frühjahr zu ernten, vor allen Dingen die Wurzel. Ich finde die auch sehr schön, die Pflanze. Die wilde Karde. Die wilde Karde. Ziemlich wildes Gelände, wo wir die gefunden haben. Ja, an der wilden Weißeritz, ja, passt ja. Das harmlose Bächlein ist zum Hochwasser die Vollkatastrophe. Ja, aber jetzt schön zum Wandern. Das Berufkraut. Berufkraut könnt ihr auch essen. Ja, das ist ähnelt dem Mutterkraut. Mutterkraut manchmal als giftig wieder angesehen und manchmal auch als Heilpflanze. Macht nichts, wenn er das verwechselt, hat andere Blätter. Oh, das ist in Dresden. Ja, das ist in Dresden aufgenommen. Johanniskraut und rechts, das ist die Nachtkerze. Links ist nämlich gern für den Tee und die Nachtkerze verspeiche ich so gern wie die Königskerze. Vor allem zum Frühstück mit. Hast du in Dresden noch mehr aufgenommen? Ja, na klar, da haben wir es nochmal. Elbe nennt sich der Fluss. Ah, und da sieht man noch rechts das Blaue und das dürfte... Das Blaue Wunder sein. Nee, ja, nee, das ist das Blaue Wunder. Das ist ein Norderkopf. Das ist ein Norderkopf. Und die Elbe, die hat wenig Wasser. Man kann jetzt in der Elbe spazieren gehen. Ja, ist nochmal aus der Nähe, den Norderkopf aufgenommen. Die Badenden könnte auch nehmen. Ja, die haben sogar wieder in der Elbe
Gebadet, ja. Matterkopf. Könnte verspeisen. So, und die Walnüsse sind in Dresden auch schon soweit. Und die Grünschalen könnt ihr nehmen, auch die Blätter, wenn ihr Haare färben wollt. Aber es ist eine ziemliche Sauerei, muss ich sagen. Ich habe es probiert, das hilft toll, hält auch. Aber es ist eine Sauerei. Das muss man am besten draußen machen. Das ist auch Und eine dann, Sauerei, wenn du die ja, die abpflückst. kriegt man auch, ja, die Da Heidelbeeren. kriegt man total blaue Finger. Aber die sind gesund. Man kann die Blätter auch nehmen, Heidelbeeren sogar, nennt sich das. ja, zum Trocknen und im Winter auch für den Tee verwenden, die Blätter. Auch jetzt natürlich für den Tee, man braucht frisch immer mehr von diesen Blättern. Aha, Hornsauerklee. guck an, die Kenne was? ich. Steht bei Ja, uns vor der Haustür. steht mir ja vor der Haustür. Oh, Dieters Haustür. Du. Ja, sehr schön. Habt ihr vielleicht noch gar nicht so beachtet, ne? Wenn ihr die Pflanze seht. Aber da kommen wir gleich noch mal mit drauf zu sprechen. Das ist der Kerbe. Haben wir eigentlich nur fotografiert wegen der schönen Aussicht. Wächst du am Feldrand, würdest du natürlich nicht sammeln, wenn man nicht weiß, was auf dem Feld passiert. Es sei denn, man weiß, dass es einem Biobauern gehört. Und das musst du dann wirklich so genau schon wissen, ne? So, wieder die kleine Wasserlinse. Und damit sind wir Und, ah, dann rum. bist du schon durch. Weiter Ja. hast du keine Bilder. Naja, Ja, na. ist ein tolles Muss Essen ich. hier. Ja, Die jetzt. sehr nährstoffreich, die Wasserlinse, die kleine. Soll ich jetzt in die Ecke? Neues Superfood. Du sollst nicht in die Ecke. Zum runden Tisch, an den runden Tisch. Jetzt wollen wir erst mal gucken, ob wir noch eine Frage haben. Nein, haben wir keine. Da müsste ich jetzt mal den Vortrag, die Bilder vorbereiten. Aha, Du kannst mal in die Tische ab. Sprechkabine gehen. An den runden Und Tisch. dann Oh, werden das ist auch warm. wir Heidrun und Günther mal zeigen, was wir zum Thema Klee gefunden haben. Der Klee, Trifolium L-Punkt, wurde gewünscht. Die Gattung Klee mit dem wissenschaftlichen Namen Trifolium L-Punkt nach Linné benannt. Zur Familie der Hülsenfrüchtler gehörend, diese Gattung hat über 245 Arten. Da kann man noch 245 Spitz über den Klee alleine machen. Und zu dieser Gattung gehören unter anderem der Rotklee, der Fadenklee, der Weißklee. Diese Gattung Klee ist nicht so einfach, denn im Sprachgebrauch werden häufig nicht nur Arten dieser Gattung mit Klee bezeichnet, sondern auch Arten aus den nahe verwandten Gattungen, wie zum Beispiel der Schneckenklee, wozu übrigens auch der Hopfenklee gehört. Könnte wohl auch interessant sein, ne? Dann der Steinklee, Melilotus, sowie auch aus der Gattung Sauerklee, Oxalis und zum Beispiel auch Hornklee, Lotus L-Punkt. Wir haben zu den Beschreibungen für euch mal den Wiesenklee, den Rotklee, Trifolium bratteuse herausgesucht. Der wurde übrigens schon ab dem 4. Jahrhundert angebaut und nicht nur als Futterklee. Ja, da dürften wahrscheinlich die Verwendungen am interessantesten sein. Man kann die Blätter, die Blüten verwenden, frisch und oder getrocknet, wie ihr es gerne hättet. Und unter anderem zum Beispiel bei Augenleiden ist also auch eine Heilpflanze, bei Bronchitis, Halsschmerzen, Husten, Knochenschwund, Zahnfleischbluten, um einiges zu nennen. Interessanterweise passt der Rotklee, der Wiesenklee zu süßen und zu pikanten Speisen, zum Würzen und zur Dekoration. Man kann für Salate nehmen, für Suppen, für Smoothies. Besonders gut schmeckt er mir, wenn man ihn mit Schokolade überzieht. Man kann natürlich auch für den Tee nehmen. Da nimmt man 4 Teelöffel vom getrockneten zum Beispiel oder 6 Teelöffel mit den frischen Blüten. Und etwa mit 250 ml Wasser aufkochen und dann 10 Minuten ziehen lassen. Ist auch möglich, dass man im Tee Lappen tränkt, also Umschläge daraus fertigt und die dann bei Halsschmerzen verwendet. Man kann zum Beispiel auch eine Rotkleesalbe draus fertigen mit Harz, Bienenwachs und Rotklee-Pflanzenölauszug. Und wir können euch gerne noch mal zeigen, was wir direkt jetzt vor ein paar Tagen quasi vor der eigenen Haustür gefunden haben. Von der Gattung Klee, wozu der Rotklee gehört, aber auch von den anderen Gattungen, die man im Sprachgebrauch auch mit Klee bezeichnet.
Und da haben wir gefunden, neben dem Rotklee, den Weißklee, den Hornklee, der recht oft mit der Wiesenblatterbse verwechselt wird. Wiesenblatterbse wird auch als Heilpflanze beschrieben, als leicht giftig, muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Wiesenblatterbse hat als Endblatt kein Blatt, sondern eine Ranke. Das ist der Unterschied. Hornklee, Wiesenblatterbse, um das nochmal mit ins Spiel zu bringen. Dann haben wir gefunden den Fadenklee, den kleinen Klee sozusagen, einen Sauerklee, einen Steinklee und auch den Hornsauerklee. Ja, und dann hat er dir noch ein Foto angeschleppt mit dem Sumpfhornklee. Ja, den habe ich inzwischen auch angeguckt, der wächst wirklich direkt vor der Haustür. Der Sumpfhornklee. Das sind das, was wir jetzt so direkt zu dieser Zeit jetzt wachsend gesehen haben. So, und dann stellt mal bitte Fragen. Ah, da hast du ja fein gemacht. Haben wir noch Ja. viel zu tun, Nummer. Ja, Alles übrigens der vorstellen wollen. Sumpfhornklee, der wächst auch, der blüht auch gelb, aber der blüht noch nie, also hier jedenfalls nie, hier habe ich noch nie gesehen, den Sumpfhornklee. Ja, die Fragen, ihr wisst ja, könnt ihr auch hinterher elbe@online.de, die Erreichbarkeiten habt ihr ja nun alle und dann könnt ihr euch weitere Wünsche überlegen. Wir machen nun erstmal die Sommerpause, mal überlegen, wie es weitergeht. Wiederholungen wisst ihr ja. Der bunte Sauerklee ist essbar, Sind alle essbar, sind alle ist hier die essbar. Kann, Frage. kannst, ja, Günther, kannst alles essen. Wenn du nähere Rezepte brauchst, wir wissen immer nicht, wie weit wir ausholen sollen. Das ist ja erstmal alles ein Anstoß. Ne? Man kann mit vielen Sachen noch ausführlicher werden. Also, habe ja vor uns gerade gesagt, was noch alles offen ist: Moose, Flechten, Wasserpflanzen, Bäume, Sträucher und so weiter, Gräser. Aber auch schon alleine der Klee ist recht umfangreich. Ja, und wenn es euch gefällt, dann natürlich auch Bescheid geben. Wenn es euch nicht gefällt, das sagt, schreibt ihr dem Dieter. Wenn es euch gefällt, mir. Ja. Wie es weitergeht, wir müssen mal versuchen, dass wir da irgendwie Unterstützung kriegen. Wird ja alles Mögliche unterstützt. Wanderwege, die nicht zu Ende gebracht werden. Da habe ich jetzt bei YouTube Sima DD TV, Sima DD TV, mich gerade wieder mal ausgelassen. Na, da könnt ihr auch mal was unterstützen für Leute, die was machen, was auch einen Sinn hat. Für Menschen und auch für Tiere. Wir können auch für Tiere gewisse Pflanzen noch raussuchen. Wir haben hier auch vom Klee, ne? Verschiedene Kleearten für Tiere als Futterpflanzen verwendet. Aber Klee könnte wirklich verspeisen, total. Man muss bloß ein bisschen auf Verwechslungen aufpassen, wie eben bezüglich der Wiesenblatterbse. Wenn ihr eben mehr Rezepte wollt, wenn wir weitermachen sollten, dann schreibt doch mal, in welche Richtung wir uns weiter auslassen sollten, bei den Bestimmungen oder bei den Rezepten oder bei allem. Auch die Länge ist entscheidend. Wir haben eben gedacht, das Kürzere. Wir haben ja den großen Film eh gesplittet. Das Kürzere guckt dann schneller mal einer an, kann er schneller mal so einbinden in seinen Tagesablauf als so ein Langfilm. Ja, also für Hinweise sind wir eben auch dankbar. Wie ihr es gerne hättet. So, gucken wir nochmal schnell in ein paar Pflanzen rein, die wir gefunden haben. Ja, und du hast auch noch Im, Pflanzenalarm. Der Dieter macht jetzt der ja, wie, das Dieter ist. Heinrich eingeben, dann Nee. oder profilm.de mit V geschrieben und dann auf seinen YouTube-Kanal Vielleicht. gehen. Der macht jetzt Pflanzenalarm 01, 02, 03, 04. Vielleicht Bei gibt 04 es bist du jetzt. Ne? noch eine Frage. Und bis Ja. dahin schauen wir uns mal dieses Filmchen an. Ja. Sigrid, komm mal her, bitte. Ogi Zugi, ich habe einen Treffer. Sollte ich mich eigentlich fernhalten? Er gibt schon zu, eigentlich, dass er einen Da Treffer hat. habe ich einen Treffer. Hier, ein Pilztreffer. Aha, ach Der Pilz hat so. mich voll getroffen. Ja, aber der ist schon eingeschrumpft. Der Das, hätte dich vorher treffen sollen. der ist schon getrocknet, den haben wir zu spät getroffen. Ja. Na sowas, sieh mal, kommen wir sofort zurück. Warum denn? Ja, weil du immer Blumen sammelst und Blumen. Pflanzen. Hier ist jede Menge Kamille.
Guck dir das mal an. Hab ich jetzt gefunden und du bist vorbeigerannt. Aber Dieter, und ich habe gesagt, du musst mehrere Sinne einsetzen. Ach, meinst du, du weißt ja gar nicht, wie viel ich habe. Erstmal riechen, das riecht hier oben nirgends nach Kamille. Und zweitens gucken und richtig gucken, nicht bloß so oben drauf. Da zupft man sich so eine Blüte zum Beispiel ab. Aha. Und dann macht man die auf. So, siehst du, und die ist voll. Siehst du, die Blüte ist voll. Wenn die so voll ist, ist es keine Kamille. Die echte Kamille, die Strahlenkamille, die ist nämlich in den Hohl. Ach so. Ja, Hohl. Ah, ja, und was? Hohl ist manchmal besser. Hohl ist jetzt das Stichwort, ja, es ist mir schon klar. Hohl ist manchmal besser. Mhm. Halbwissen ist die Stimmung gut. Sieh mal bei Fuß. Ja, bei Fuß. Komm mal her. Ja. Ich habe was gefunden. Ja. Ich habe Beifuß gefunden, gucke. Beifuß gefunden. Ja, von der Ferne sieht es so aus wie Beifuß. Ich zeig dir dann Beifuß, das Reinfahren. Und wenn der aufgeblüht ist, dann nehme ich den auch mit. Der blüht gelb übrigens. Und ist gut gegen die Motten. Und die kannst du auch machen. Allerdings muss man vorsichtig damit umgehen. Das ist ein Heilkraut und bei Heilkraut macht es die Dosis. Am liebsten nehme ich Reinfahren für die Motten, aber Beifuß ist es eben nie. Also, war es ein Reinfall mit Beifuß? Ja, das ist unten schön grün. Das ist oben grün, unten grün. Das ist wichtig zu sehen. Oben grün, unten grün. Hm. Ich zeige dir dann Beifuß. Guck an, der wächst besonders gut, weil hier ist schon alles aufgeblüht. Wahrscheinlich durch die Maschine, die hier im Hintergrund läuft, die Biogasanlage. Ach, möglicherweise. Das ist jedenfalls aufgeblühter Reinfahren. Hier siehst du die gelben Blüten mal schön. Den nehme ich jetzt ein bisschen mit gegen die Motten. Vor allen Dingen. So. Und jetzt der echte Beifuß wahrscheinlich. Endlich. Der ist hier. Guck mal, die Blätter, die sehen schon so ähnlich aus. Das ist hier noch klein, der kann aber auch so groß werden. Das ist nicht das Problem. Aber guck mal nach unten. Unten weiß, oben grün. Und rein von oben grün, unten grün. Und der ist oben grün und unten weiß. Ja, und roter Stängel, aber muss nicht bei jedem Beifuß so rötlich sein. Wesentlich ist unten das Helle. Das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Komm bitte mal mit runter. Du willst mich runterholen, du holst mich runter. Wenn Reinfahren nur ganz klein ist, wird er übrigens oft mit diesem Gänsefingerkraut verwechselt. Wenn er größer ist mit dem Beifuß und wenn er klein ist mit Gänsefingerkraut. Aber das ist derselbe Effekt. Schau mal, das Gänsefingerkraut von hinten. Das ist auch hellweiß. Auch da kann man schon im frühen Zustand, im zeitigen Frühjahr gut unterscheiden. Gänsefingerkraut von grün, hinten weiß, ähnlich wie der Beifuß. Das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Naja, da hast du ja gleich wieder eine schöne Wiederholung gemacht. Ja, Wiederholung. Ja, übrigens, weil du den Pilz ins Spiel gebracht hast. Pilze sind keine Pflanzen. Pilze sind keine Pflanzen. Ja, aber das war die Zeit, in der wir diesen Pilz gefunden haben. Und es ging mehr oder weniger um diese Wortspielerei. Ja. Spielmanns. Ja, wir sehen es ja nicht alles so bierernst. Nee, aha. Ja. Bei der Hitze kommst du wohl auf dieses Bier. Nee, gut, keine Fragen. Jetzt heute fragenlos, keine Fragestunde. Na ja, gut. Da bedanken wir uns bei euch für das Interesse. Wenn es weitergeht, melden wir uns auch bei euch. Ihr kriegt noch eine Info dann. Es geht bestimmt weiter. Ja. Wird aber jetzt eine längere Sommerpause erstmal. Wir müssen ja wieder neues Material sammeln. Ja. Aber ich denke mal, im Sommer, da machen die Leute
draußen selber mehr oder sitzen in der Sonne oder weißt du, Kuckuck was, da gucken nicht so viele, denke ich mal. Also dann eine schöne Zeit. Ja. Und bis demnächst. Glück auf. Glück zu, sagt der Müller.